Deutsch lernen durch Hören. Du, Lisa, entschuldige bitte. Hättest du einen Moment Zeit? Im Moment eigentlich nicht, aber was gibt's denn? Ich suche schon den ganzen Morgen die Bestellung von der Firma Intercom. Hättest du eine Idee, wo sie sein könnte? Also über meinen Schreibtisch ist die nicht gegangen. Vielleicht fragst du mal im Versand nach. Die Lieferung müsste doch schon längst raus sein. Alles klar. Ich frag jetzt mal den Herrn Wellmann im Versand. Lisa, die Chefin hat gesagt, dass wir die Urlaubsplanung für den Sommer machen sollen. Wann möchtest du Urlaub machen, Lisa? Urlaub? Das weiß ich doch jetzt im Dezember noch nicht, wann ich im Sommer Urlaub machen will. Das kommt auf das Wetter an. Wenn es sehr heiß ist, würde ich gerne ans Meer fahren. Okay, das klingt gut. Urlaub am Meer? Soll ich dich dann für August eintragen? Moment, Thomas, ich muss noch mal kurz überlegen. Wenn es im August regnet, dann ist ein Urlaub am Meer nicht schön. Dann kann ich auch arbeiten. Stimmt. Du kannst ja auch später fahren. Im September vielleicht? Da ist das Wetter meistens stabiler. Ja, aber im September ist es am Meer nicht schön. Wie soll ich denn jetzt schon wissen, ob es im August heiß ist? Das kann man doch nicht vorhersagen. Natürlich nicht. Aber das geht uns ja allen so. Wir müssen den Urlaub jetzt verbindlich planen. Sonst wollen plötzlich alle im August in den Urlaub gehen und dann ist keiner mehr in der Firma. Das geht doch nicht. Das musst du doch verstehen. Letztes Jahr war der Herbst so schön, fast schöner als der Sommer. Ich kann ja eine Woche wandern gehen, wenn das Wetter im Herbst wieder so schön ist. Gut, du nimmst deinen Urlaub also im September. Dann bist du im Sommer in der Firma. Eva könnte dann im August mit ihren Enkeln in die Ferien. Das würde gehen. Aber wenn dann im September schlechtes Wetter ist, möchte ich lieber arbeiten. Lisa, wir wissen alle nicht, wie das Wetter im September ist. Das ist immer ein Risiko bei der Planung. Also entscheide dich endlich. Wann nimmst du jetzt deinen Urlaub? Vielleicht mache ich doch erst im Winter Urlaub. Ja, genau. Ich gehe Skifahren. Okay, gut. Also bist du dann... Hallo, ihr beiden. Kommt ihr nicht mit zum Mittagessen? Heute gibt's richtig leckeres Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln oder Salzkartoffeln. Oh, lecker. Ich komm gleich. Leon, wir müssen nach dem Essen über deine Urlaubstage sprechen. Nach dem Essen habe ich eine kurze Besprechung. Dann habe ich Zeit für dich. Wisst ihr schon? Am Samstag ist die Firmenfeier. Kommt ihr auch? Die Firmenfeier letztes Jahr war schön. Wir hatten 150 Gäste. Das war ein bisschen viel, aber es hat mir gut gefallen. Das Essen war echt gut. Also ich komme auf jeden Fall. Ich habe mich bereits in die Gruppenliste eingetragen. Welche Liste? Die ist im Flur, am schwarzen Brett aufgehängt. Ach so, da muss ich mich auch eintragen. Ich kann leider nicht kommen. Oh, wenn ich das früher gewusst hätte. Naja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Also, Lisa, bist du dann im August hier und ich trage deinen Urlaub für Dezember an? Halt, stopp, warte, Thomas. Das ist ja viel zu riskant. Letztes Jahr gab es überhaupt keinen Schnee. Wie soll ich da Skifahren? Ich denke, ich gehe doch lieber im Sommer in Urlaub. Also doch im August. Ernsthaft? Ich habe mich entschieden. Ich nehme 2 Wochen im August. Gut, okay. Günther und Co., mein Name ist Lisa Jäger. Was kann ich für Sie tun? Wie kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie etwas bestellen oder haben Sie eine Reklamation? Wer funktioniert nicht? Also, Sie haben bei uns einen Fernseher gekauft und dieser Fernseher funktioniert nicht? Einen Moment, ich verbinde Sie mit dem Technik-Service.
Dann trage ich dich also für 2 Wochen im August ein. Ist das dann jetzt endgültig? Ach je, Thomas, das geht ja gar nicht. Warum denn jetzt wieder? Ich sehe gerade, ich habe meinen Urlaub schon eingeplant. Ich habe im März und im Oktober jeweils 3 Wochen genommen. Da sind ja gar keine Urlaubstage mehr übrig. Das glaube ich jetzt nicht. Da reden wir stundenlang über deinen Urlaub und du hattest den schon genommen. Das macht einen ja wahnsinnig. Ich könnte dich... Ja? Thomas? Geht es dir gut? Na, egal. Es ist immer dasselbe mit dir. Ich geb's auf. Ich gehe mal endlich essen. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und dann der Sonne gleich. Das bist du. In meiner Suppe, wie Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du. Deutsch lernen durch Hören.